Wir hatten nicht so viele Elfen zu Besuch. Aber doch, ich meine, das wart ihr. Nun, das kann sein. Es hat einen guten Grund. Ich wollte danach eigentlich wieder nach Hause. Und ich saß auf einer Weide und ich spielte meiner Sippe ein Lied. Und als ich ihre Antwort hörte, war sie voll Trauer und voll Kummer ob dessen, was hier vor sich geht. Ja, und dann wusste ich. Wenn man an der Reichsstraße steht und überlegt, könnt ihr sehen, wie wohl die Palisade und das Tor geschlossen wird und ein schwerer Riegel davor gelegt wird. Obwohl es noch nicht ganz Nacht ist, es ist auf alle Fälle Abend, es dämmert und mittlerweile sind wohl 2, 3, 4 Wachen aufgetaucht an der Palisade. Jungs, vergesst es! Macht es wieder hoch! Wir kommen grad! Verschwindet von hier! Halt Maul und macht das Tor auf! Keine Räuber! Welche Räuber, du Trottel? Du! Komm gleich rum und schlag da eine Truff! Du bist ein Räuber! Aber Tala, ihr müsst doch den Mann nicht so anschreien. Warum gehen wir nicht hin und fragen ihn freundlich? Wir müssen doch nicht von hier aus dort herüberrufen, hm? Warum? Steht euch nicht nach Musik, gute Herren. Ein bisschen Unterhaltung. Denkst du, Trallos nehmen ein Lied und dann macht er das Tor wieder auf? Ich geh mal auf die Torwache rein. Ban Baladin, Telor. Und Zauberin Ban Baladin, weil warum nicht? Ja. Du gehst die kleine Serpentinstraße nach oben und du kannst gerne Ban Baladin zaubern, er ist erleichtert um 7. Ja, ich. Gesim folgt. Erleichtert um 7, okay. Es könnte jetzt, das ist ein Crit. Das ist ein so harter Crit. Ja, er springt runter. Mein Fuß. Du hörst das in den Riegeln. Und er fällt dir auch dann um den Hals. Es ist so schön, dass ich dich wiedersehe, Herr Elf. Du bist mein bester Freund. Was kann ich für dich tun? Komm, ich freue mich auch um meine nette Leute zu sein. Ihr seid die Freunde? Das ist so schön, dass ihr hier seid. Ich knurre den Rücken zurück. Ich bin einfach froh, nette Leute zu treffen. Die Menschen sind immer so konfliktbetont. Aber danke, dass du uns noch reingelassen hast. Ich gucke sehr verwirrt. Ja, die drei anderen Wachen gucken ebenso perplex, aber immer noch die Bögen angelegt, sind nicht wirklich gut erhalten und gucken euch an. Meine Freunde, kommen. Sie wollen das Tor zumachen. Wir wollen sie doch nicht warten lassen. Nein. Mach den scheiß Tor zu. Na dann los, hopp. Ich helfe Eurek dann das Tor zuzumachen. Ja, sie sind also, sobald wir alle durch sind. Nun, wir wollen euch nichts Böses, wir wollen nur für die Nachtunterkunft in eurem Dorf erbitten. Ich gehe mal auf eine der Wachen mit ausgestreckter Hand auf. Ja, schön euch kennenzulernen. Heißt du ein Hund? Nein, natürlich nicht. Will ich auch hoffen. Eindringlinge! Ja, nach kurzer Zeit könnt ihr wohl erkennen, das Dorf ist nicht besonders groß, gibt nur wenige Häuser, die hier stehen. Hört ihr euch, wird auch mittlerweile dann das Tor wieder verschlossen, der Riegel klickt wieder, wird vorgelegt. Und dann könnt ihr sehen, wie aus einem der Haupthäuser eine unglaublich hübsche Frau heraustritt mit nachtschwarzen Haaren. Was euch allerdings viel mehr zu faszinieren scheint, vor allem Kasim, ein riesiger Steinkreis in der Mitte des Dorfes mit druidischen Zeichen, Symbolen, Ritualen. Mendarion hat solche Steine sicherlich in seinem Mittelwald, im Reichsforst auch schon gesehen. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum du hier so harmonisch bist. Die Steine singen mit dir. Ich habe sogar exakt solche Steine schon in der Nähe von Wilhelm gesehen. Sumo-Heiligtum. Ja, die Frau ist erstmal uninteressant. Man schaut uns an. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, junge Frau. Ich red. Psst. Nee, besser ich red. Nicht. Ja, wegen mir haben sie doch aufs Tor aufgemacht. Jetzt kommen wir auch noch unter wegen mir. Die unglaublich hübsche Frau tritt an dich heran, Micho. So, sie ist die hübscheste Frau, die du wahrscheinlich in deinem Leben je erblickt hast. Und sie legt dir direkt den Finger an deine haarige Brust und fährt so ein bisschen entlang. Ach, schön, dass du da bist. Du siehst sehr stark aus. Jetzt ist das Großmaul irgendwie überfordert. Stark auf jeden Fall. Willst du mal meine Oberarm anfassen? Ja, gerne. Sie streicht bei deinen Oberarm und drückt so ein bisschen liebevoll zu. Ach, du bist auch so schön. Ich mag Männer mit Bärten, weißt du? Ich Frauen mit Haaren. Magst du hier bleiben? Auf jeden Fall. Sie blickt sich so ein bisschen an der Gruppe rum, blickt kurz über Kasim, über Mandarion und bleibt dann wohl bei Mendarion, dem Elfen, hängen. Das ist wohl derjenige, der das Tor geöffnet hat, oder? Oh nein, ich habe nur Hallo zu meinem Freund hier gesagt und dann hat er für mich aufgemacht. Er hat mich erkannt. Alrik. Na gut.
Junge Dame, wäre es wohl vermessen, Sie zu bitten, für die heutige Nacht Unterkunft für uns zu stellen? Sie haben ein so wunderbares Dorf hier. Sind Sie die Vorsteherin? Ja, man kann sagen, dass ich die Püttelin bin, die Obfrau. Ich verwalte das Dorf. Ihr seid uns gerne willkommen. Gerade die Nächte sind finster und es gibt allzu viele Untote, die in den Särenwäldern sitzen. Gerade wenn sie in der Nacht an den Toren rütteln, ist es gut, dass ihr hier seid und uns mit euren starken Armen beschützen könnt. Ja, ja, ja. Ihr dürft auch gerne hier bleiben. Längere Zeit. Ach, bedauerlicherweise sind wir auf einer unglaublich wichtigen Mission und können leider nicht länger hier bleiben, auch wenn es mir natürlich ein Herzensanliegen wäre, in einer derartig angenehmen und, oh, es ist schon fast zauberhaft hier. Genau, wir müssen nämlich jemandem seinen Kopf abnehmen. Ach, bitte. Wir müssen keinen Kopf abnehmen. Und wir sprechen jetzt nicht darüber, dass... Machen wir nicht. Ja, das kostet nur Zeit und wir sind jetzt alle müde und wollen auch schlafen, nicht wahr, Jungs? Aber das ist eins von den Sachen, die ich den Leuten nicht sagen darf. Ja. Wer von euch hat die höchste Körperkraft? Ich biete 13 an. Arthur hat 16. 12. 14. Wahrscheinlich Ado, ne? Ja. Ja, so wird sie an euch entlang gleiten, eure Körper mustern, streicheln, den einen oder anderen und euch dann zudecken, auf das Haupthaus deuten. Wir haben noch genug Platz. Die anderen Häuser sind wohl sicherlich noch ausgelastet, aber ihr könnt gerne bei uns schlafen. Dankeschön. Ich denke, ich brauche kein Bett. Möchtet ihr mir das erklären? Ich denke, ich werde die Nacht durch im Steinkreis meditieren und er zeigt einfach mal auf den Steinkreis. Nun. Oh, das habe ich am Anfang auch immer gemacht, aber irgendwann habe ich mich an menschliche Betten gewöhnt und sie sind wirklich bequem. Dann seid ihr wohl einer von Isarun. Mir wurde schon gesagt, dass ihr kommen wollt. Ihr und eures Kind. Von wem? Isarun. Wer ist Isarun? Oh, das ist auch eine von deiner Sorte. Du weißt schon, so ein Menschenzauberer mit einem weißen Kittel. Ja, da gibt es ein paar. Nun, wie dem auch sei, ihr seid eingeladen, das ist die Bedingung gewesen. Setzt euch in den Steinkreis, tut was ihr mögt, aber die Humuskraftlinie ist hier besonders aktiv. Ihr solltet euch also, naja, ihr werdet es schon wissen als Elementarist. Gewiss. Humuskraftlinie? Erzählt mir mehr. Sie guckt dich kurz an, schüttelt dann mit dem Kopf. Nein, nein. Wir gehen jetzt nach drin und ihr erzählt uns von euren Heldentaten. Ja, ja, ja. Nun, ich würde sagen, eine Geschichte für eine Geschichte. Sie dreht sich um, ihre langen schwarzen Haare wehen so ein bisschen im Zugwind und dann legt sie Mycho die Hand auf den Hintern, streichelt nochmal so ein bisschen rüber und geht dann ans Haus. Ei. Er dreht sich nochmal zu den anderen rum und macht so eine Handbewegung nach oben. Was? Wie Geschichte? Rein! Und läuft der Dame hinterher. Ja, ihr dürft mir jetzt jeder einmal bitte eine Probe auf Sagen und Legenden geben oder Geschichtskenntnis. Eine Geschichte für eine Geschichte. Was erzählt denn Mycho für Piratengeschichten? Seemannsgarn. Kann ich nicht mit Midas einfach zusammen unsere Geschichte erzählen? Wie viele Qualitätsstufen hat Mendarion? Madarion hat 2 Qualitätsstufen. Ja, das ist doch gut. Hast du auch noch Singen oder sowas, hast du, oder Musizieren, was du uns irgendwie in den Kreis schmeißen magst? Ja, kann ich beides machen. Gerade du als Bade sollst wohl besonders tolle Geschichten begleiten, erzählen. Mendarion ist ein bisschen verwirrt und erzählt eine Geschichte von der großen Stadt Punin, die ich wollte gerade sagen, das Exotischste, was ich mir vorstellen kann, eine riesige Stadt voller Menschen. Das waren 3W12, die du gewürfelt hast. Ups. Du musst ganz links den nehmen, das ist der W20. Ich wollte gerade nicht so wie ich mir. Ja, das wäre auf Singen. Das wären noch 3 Quests. 3 Qualitätsstufen? Ja. Was hast du für ein Instrument dabei? Eine Laute, ne?
Lauter. Ja, dann kann Ardo beginnen, die Geschichte von der Eroberung von Werheim zu erzählen, während du begleitet wirst, auch wenn Madaion die Geschichte selber nicht kennt, aber er weiß perfekt, deinen Worten zu schmeicheln. Je nachdem, ob es gerade spannend wird oder nicht, würde ich dann auch mal härter in die Seiten hauen, probieren, seiner Geschichte noch ein wenig Spannung zu verleihen. Darf ich meine Geschichte, die ich dann danach erzählen werde, mit Überreden Lügen ausschmücken? Ah, nee, es ist keine Lüge. Es ist eine Sagen- und Legendenprobe. Ja, ja, die habe ich ja schon gewürfelt. Aber ich würde sie gerne ausschmücken. Also an gewissen Stellen überhöhen. Ja, ich würde dir die Hälfte der Sternchen würde ich dir nochmal erlauben als Erleichterung. Was erzählt ihr denn? Erzählt doch mal gemeinsam die Geschichte, wie ihr Werheim erobert habt. Also nochmal eine 7er Erleichterung. Hätte ich insgesamt, ja, THW von 6. Ja, dann Ardo fang mal an und Midas kann dann ins Wort fallen und nochmal ausbessern. Also, wir trafen uns im Lager von Leomar vom Berg, nördlich von Werheim. Die Schlacht von Werheim, damals blieb sie schon seit einem halben Tag. Die Männer starben vor den Toren und wir wurden gerufen, um ein kleines Einsatzkommando zu führen, um die Osttore zu öffnen. Denn ihr müsst wissen, jeder von uns verfügt über eine große Bandbreite an wahrlich erstaunlichen Fähigkeiten, auf die ich jetzt leider nicht näher eingehen kann, denn ein Mann muss auch geheimnisvoll sein, ihr versteht sicherlich. Nun, und wir begaben uns also auf Geheiß des Reichserzmarschalls über das Mithraelsfeld zum Osttor, denn dort sollte unser Eindringen beginnen und dort sollten wir das Tor öffnen. Geschwind kletterte ich über die Mauer und überzeugte in Leichtigkeit ein paar Wachen, dass sie doch an der Westfront gebraucht werden müssen. Und dann konnte ich sogleich meine treuen Freunde über die Mauer zu mir holen und wir konnten ein gar schreckliches, schreckliches Werk machten. Das zerschmetterte Werheim lag vor uns. Wollt ihr weiter erzählen? Aber natürlich doch. Wir schafften es, die Mauern zu überwinden, die Tore zu öffnen, besiegten dabei einige Geister sogar. Und dann waren wir in Werheim, zerstörten Stadt. Das Magnum Opus lag noch schwer über der Stadt. Überall liefen uns Geister entgegen, kleine Kinder, die nach dem Ausgang suchten, ganze Kompanien an Kriegern, die aufs Mithraelsfeld hinausliefen. Wir fanden gegengezeichnete in einem Palazzo inmitten von Werheim. Das interessiert doch keinen jetzt wirklich. Oh, wollt ihr eine Geschichte hören? Kann euch eine Geschichte erzählen. Ich aber war der spannende Teil kommt doch noch. Ja, nee, das interessiert ja niemand. Seht ihr nicht, dass er die junge Frau langweilt? Aber lass den Mann doch erst seine Geschichte erzählen und danach kannst du deine Geschichte erzählen. Wir haben doch genug Zeit für alles. Nee, wir haben überhaupt nicht genug Zeit. Die junge Dame ist müde und will ins Bett. Nun, lassen wir doch die junge Dame entscheiden, ob sie unsere Geschichte zu Ende hören möchte. Och, hey, wirklich. Die schaut euch allesamt verführerisch an und kann euch dann den restlichen Abend ja tatsächlich noch zuhören. Den ein oder anderen, das ein oder andere Augenzwinkern schenken, einen verführerischen Blick, ein Finger, der sich durch die Haare fährt oder Dreck, den sie irgendwie von euren Roben herunterpult. Während Kasim wie ein steifer Eisblock in der Mitte dieses Steinkreises sitzt und die elementaren Kräfte auf sich wirken lässt. So könnt ihr eine sehr erholsame Nacht in Hexisch Wittmannhus verbringen. Ardo hat ausgezeichnete Träume. Würfel doch gerne mal ich überlege gerade. Kann man sich gegen den Leftans Feuer wehren? Der geht nur gegen Seelenkraft bzw. Energieresistenz. Genau. Ich glaube auch. Du wirst definitiv eine sehr erholsame Nacht haben. Fühlt sich ein bisschen gerädert, das Bett war gut. Du weißt gar nicht, woran es gelegen hat, aber als du morgens aufstehst, hast du ein bisschen Nasenbluten.
Darf ich mal eine Ritualkenntnisprobe würfeln, ob ich die kenne oder Magie kennt? Konnte? Klar. Darfst du, weil du Hexer bist, klar. Ja, ich mach Magiekunde, ja. Ja, wie hoch ist deine Magieresistenz? 6. 6. Vorbereitung des Zaubers ist 4, falls du es wissen musst. Ja, super, ich hab nie davon gehört, hab gut geschlafen. Hast du den Zauber selber? Nee, ne? Nee. Wow, was bist du denn? Magiekunde von 6? Ja, ich muss gerade mal schauen, wie viele Magiepunkte dir fehlen. Aber auch Mata Mycho hatte wohl ähnlich gute Träume und die... Ach, du weißt nicht genau, was es war, aber als ob du im Strand liegst mit einer Kokosnuss in der Hand, neben dir drei Dirnen und ein riesiges Schiff, was du dein Eigentum nennen kannst. Gerade wenn man jetzt nicht nur diesen Schädel holt, sondern auch diesen Geweihten nebenbei erschlägt, könnte man sich sicherlich, ja, wie viel Schiffe kann man sich von dem Geld kaufen? Sicherlich 3 Stück. Ihr könnt dann zumindest erwachen. Wie gesagt, fühlt euch ein bisschen gerädert. Und dann am nächsten Tag weiterreisen. Oder aber ihr bleibt hier und entscheidet euch, wie die anderen dahergelaufenen, hier zu bleiben, wann ihr es wollt. Also ich würde mich aufmachen, denn ich habe hier eine Quest im Namen meines Herrn zu erledigen. Beim Rückweg kann man sicher mal noch einen Stopp machen. Natürlich. Also ich weiß nicht, Jungs, hier die ganze Geschichte über die Länder hier, das stimmt doch alles nicht. Hier gibt's die hübschesten Frauen, das meiste Geld zu verdienen. Und man muss noch nicht mal viel dafür tun, einfach einen Schädel zurückholen. Nun, das stand in dem Flugblatt in der Tat. Hohe Bezahlung, einfache Arbeit. Na, ob das so einfach wird, werden wir erstmal sehen müssen. Ach, ich sehe, wir haben 5 sehr kompetente Menschen und einen kompetenten Elfen bei uns. Das sollte doch alles machbar sein. Darf ich eigentlich mal die Elfenohren anfassen? Ich habe gehört, es bringt Glück. Wenn du möchtest. Dann klipst er zuerst so einmal vorsichtig dran und streicht dann einmal so drüber. Hey, fühlt sich an wie Ohren, bloß spitz. Das sagt man mir immer wieder. Ja, also ich würde gern hier bleiben, aber wir müssen ja das Geld einsacken. Wir haben gesagt, wir machen es, also machen wir es wohl auch. Aber wir kommen hier zurück, oder? Die Puppe da, die wartet auf mich. Sicher wird sie das. Aber ihr langweilt sie diesmal nicht mit euren Geschichten, sondern lasst mich einfach reden und dann mache ich das schon. Keine Sorge. Ich werde sie nicht langweilen. Ihr seid ein Guter. Ein richtig Guter. Danke, gleichfalls. Nun, lasst uns aufbrechen. Mir juckt es doch tatsächlich in den Fingern, diesen Schädel zu requirieren. Was ist eigentlich mit dem Trottel da in dem Steinkreis? Sollen wir den jetzt mal wecken? Wer ist wach? Würfel mal gerne deinen Frigisfero, den du in der Nacht in den Stab gesprochen hast. Ja, ich muss gerade nachgucken, ob vielleicht das Einspeichern auch eine Ritualkenntnisprobe erfordert. Weiß ich leider gerade nicht auswendig. Du musst doch reinsprechen in den Stab nicht, nein. Das ist einfach nur ein Zweierschwert. Voltax hat ja auch schon ein Eiselementar beschworen. Habe ich auch kurz überlegt. Okay, ich lasse mir Zeit. Und bin dann bei plus 3 in Summe. Sekunde, jetzt. Gut, dann hast du einen Frigisfero mit 5 Sternchen gesprochen. 5 für 6 plus halber ZFB-Stern, also 5 für 6 plus 3. Ja, muss gerade mal gucken, wie viel Schaden ich dadurch kassiere. Bekommst du beim Auslösen 1W6. Okay, beim Auslösen. Gut. Gut. So könnt ihr euch wieder aufmachen aus Hexisch-Wittmannhus. Mit einem Blick über die Schulter könnt ihr diesem seltsamen Dorf mit der noch merkwürdigeren Kriegsfürstin den Rücken kehren. Der ein oder andere ist sich sicher, dass er wiederkommen wird, weil sie so sehr interessant ist. Bis ihr dann an einem Wegekreuz steht nach kurzem, wo ja, Edlen Gutalf ausgeschrieben worden ist, aber eben wohl auch Felderstedt. Ein kleiner Bauernweg, der durch die Hügel in Richtung Süden führt. Auch der merkwürdige Fackelforst ist hier ausgeschrieben. Mendarion, ist das der richtige Weg? Ja, das ist sogar der Weg. Also, der, ja,
die Straße. Man kann da hinten ein wenig Zeit sparen, indem man einmal über ein Feld läuft. Aber da gibt es einen sehr, sagen wir, kuschelbedürftigen Stier auf der Weide. Den muss man mögen. Vielleicht sollten wir diesen Stier umgehen. Ich habe gehört, Stiere sind im Allgemeinen. Nun ja. Ja, vielleicht mag er einen von euch nicht. Dann gehen wir außen rum. Es dauert nicht lange. Ja, wohin wollt ihr laufen? Durch den Fackelforst. Okay, das heißt, ihr werdet von hier aus in Richtung Süden abbiegen. Und nach ungefähr einem weiteren Tag der Reise, ein halber Tag, ihr seid euch nicht ganz sicher, ob die Zeit hier richtig funktioniert, aber die stämmert bereits wieder. Vor euch liegen die finsteren Fackelforster. Und dann könnt ihr sehen, einen Zaun. Dahinter stehen viele dapatische Rinder und ein Schild, was hier wohl angebracht ist, direkt am Weg. Das Ganze gehört wohl einem Freibauern Algor Brutler. Daneben ein weiteres Schild aufgehängt. Wir rufen keine Golgariten, wir lösen unsere Probleme selbst. Was steht da? Da steht. Nicht so wichtig. Wir rufen. Warum geht es hier um Golgariten, wenn Rinder auf der Weide stehen? Was haben Rinder mit Golgariten zu... Ha! Mir fällt ein Witz ein, aber... Naja, der wäre jetzt wohl unangemessen. Nee, erzähl. Nein, nein. Golgariten sind doch die Boronsritter gegen Untote. In der Tat. Doch also sind das untote Rinder? Sehen diese Rinder untot aus? Nee. Dann kriegt Martha ein Lächeln, so nach dem Motto, da hast du's. Und dann schaut man wieder zu Ardo, der sich ja offensichtlich als Anführer dieser Gruppe etabliert hat. Bitte was? Midas, was sollen wir machen? Nun, wir sollten vielleicht weitergehen. Ich denke, diese Rinder werden für uns kein Problem darstellen, Mandarion. Ihr seid der Elf, ihr kennt euch mit Tieren aus. Wie gesagt, der Stier ist ein bisschen kuschelbedürftig, aber sonst... Gut, dann lasst uns einfach in den Fackelforst gehen. Führt uns doch bitte, ihr kennt euch auf diesen Pfaden am besten aus und wir wollen ja nicht unglücklicherweise in ein Schlammloch oder so treten. Und wenn es geht, keine Untoten, bitte. Ja, und dann geht es halt auf einem Weg, der zügig, aber den Rosenohren noch irgendwie genehm ist, in oder durch den Forst. Ja. Also nichts, wo man klettern müsste, glaube ich. Ihr geht den Weg weiter, der ausgetretener wird, matschiger, und dann steht ihr, nachdem die Wiese geendet hat, vor einem großen Bauernhof. Ihr könnt erkennen, wie an der Veranda jemand in einem Schaukelstuhl sitzt, neben sich wohl ein großes Glas, ein Krug mit einer gelben Flüssigkeit darin. Er schaukelt ein bisschen hin und her, hat sich so ein... ein Stück Getreide zwischen die Zähne geklemmt und in seinen Armen liegt ein großer Stock. Diejenigen, die aus dem Horasreich kommen oder schon Erfahrungen gemacht haben, vor allem Martha Mycho, wird es erkennen, seine große Abalone. Kenne ich auch. Ich war da mal Söldner. Sobald ich den Mann sehe, hebe ich die Hände. Zwölfe zum Gruße, guter Mann. Howdy, Freunde. Moin, Meister. Mit euch. Er legt diesen Stock, die Abalone, auf euch an und fängt an zu zielen. Mein Bauernhof, wir brauchen hier niemanden. Niemand so gesehen hat wie euch. Keine Sorge, wir sind nur auf der Durchreise. Ihr wollt euch den Fackelforst, seid ihr euch da sicher? Wieso? Ja, ich guck nochmal zu Midas. Wir sind uns sicher, oder? Ja, wir sind uns sicher. Ja, wir sind uns sicher. Dann gibt es geht mal in die Richtung, weg von der Weide. Wenn ihr da als Pökelfleisch rumlauft, denn ich will euren Gestank nicht bei meinen Rindern haben. Sind sowieso schon wieder Untote. Entschuldigt, guter Mann, aber gibt es etwas, was wir über den Fackelforst wissen sollten, wenn wir da durchgehen? Ja, blutet weg von meinem Hof. Okay, wir gehen ja schon. Was heißt das genau? Naja, dass ihr die Untoten anzieht, wenn ihr dann verletzt wieder zurück in meine Richtung lauft. Da habe ich gar keine Lust drauf. Wenn ihr wieder von dem Fackelforst aus in meine Richtung lauft, dann schieße ich. Und deine Rinder, die stinken, die locken die Untoten nicht an? Nee. Davon habe ich aber auch schon mal gehört. Wovon jetzt? Von stinkenden Rindern? Nein, dass man Untote anlockt, wenn man Blut hat. Ich habe das in einer Kneipe in... Oh, wo war das noch gleich? Mann, ich glaube, vielleicht solltest du ihn nicht beleidigen mit dem Ding in der Hand.
Ich glaube, man kann doch verstehen, dass er nicht möchte, dass wir sie in der Nähe von seinen Tieren locken, oder? Ich glaube, dann wäre es aber besser. Ich glaube, sie sind bei ihm sicherer als im Wald. Er schiebt sich den Grashalm von der einen in die andere Seite, kaut wieder auf so ein bisschen rum, merkt wohl, wie er so ein bisschen schwarze Spucke ausspuckt, als ob er irgendwie Kautabak oder sowas noch im Mund hätte. Naja, wenn wir bluten, gehen wir woanders lang, ja? Mandarion, wie wär's, wenn wir dann den Fackelforst umgehen? Ist nicht unbedingt Interesse daran, auf Untote zu stoßen. Aber es ist ein sehr schöner Wald. Und die Untoten sind doch langsam. Der Crorius wohnt hier in der Nähe. Der sorgt dafür, dass sie nie abreißen. Moment, Nikorius, das war doch dieser... zwei Mühlen, richtig? Correct. Der Nekromant. Ravlich, zwei Mühlen, da sitzt Nikorius. Ah, furchtbarer Name. Naja, darin könntest du uns bitte einen Weg zeigen, um den Forst herum. Naja, und gut. Naja, ich denke, auf diese paar Stunden wird es nicht ankommen. Oder in diesem Tag, je nachdem. Aber wenn wir an, wie heißt das Dorf, an Feldaset vorbeikommen, so eine Stunde weiter den Weg runter von da aus, da ist dann ein wunderschöner Obsthain, den müsst ihr sehen. Ich glaube, sie sollten mittlerweile blühen. Kommt hier lang. Geht weg von meinen Rändern. Ja, schon gut. Und lass die Finger von deiner Tochter. Läuft er los. Ja, und die Zwölfe mit euch. Er legt seine Abalone an und du merkst, wie er es wohl... er zieht wohl den Hahn zurück. Fußgeld. Fängst du an zu laufen. Den schlechten Witz konnte man sich nicht verkneifen. Und so könnt ihr noch die restliche ein, zwei Stunden... Das sind wohl eineinhalb Stunden, könnt ihr dann noch durch die Dämmerung laufen, bis ihr dann mitten am Rande des Fackelforstes in den Hügeln übernachten musst. Denn dieser merkwürdige Kuhbauer, Freibauer, Algor Brotler wollte euch wohl nicht haben. Ich bekomme bitte eine Wildnislebenprobe von euch. Von einem. Zu übernachten. Von einem Anführer, der das Ganze jetzt sucht. Ich bin ja der Führer des Weges, dann werde ich es mal tun. Ich bin waldkundig, falls dies hilft. Ja, würde ich tatsächlich zählen lassen. Es ist ein sehr schlechter Wurf, aber dann mit 9 TAP-Sternen gelungen. Ja. Du bist dir nicht ganz sicher, der Weg, der Wald, die ganze Region ist nicht wirklich blickgeschützt. Du hast auch wohl den einen oder anderen Fußspuren gesehen, die gehören wohl sicherlich zu Menschen, denn die können nicht über dem Schlamm laufen. Ob sie tot sind, weißt du nicht genau. Du hast auch keine Äpfel gerade in der Nähe gesehen. Bist du sicher, dass du hier schon mal in diesen Wäldern warst? Oder war das auf der anderen Seite des Flusses? Wald ist Wald, aber diese hier sind natürlich besonders finster und so könnt ihr euch dann zwischen die Hügel bequem. Ardo denkt zurück an seine Reise, das letzte Mal in Richtung Sonnenland, wo er schon eine unangenehme Begegnung in den Hügellanden hatte, nur dieses Mal sind die Wälder wesentlich dichter.